So sieht es in der einzigen Computerfabrik Deutschlands aus. Der japanische Konzern Fujitsu produziert in Augsburg jeden Tag bis zu 13.000 PCs, Notebooks und Server. In diesem Bereich der riesigen Halle schrauben die Arbeiter Desktop-PCs zusammen. Pro PC haben sie ungefähr 4 Minuten Zeit. Ungeübte Bastler würden für dieselbe Aufgabe 1 Stunde benötigen. Zuerst kommt das Mainboard ins Gehäuse, wie hier links im Bild zu sehen. Danach werden das DVD-Laufwerk und die Festplatte eingebaut und verkabelt, mit höchster Konzentration. Denn egal ob in China oder in Augsburg, PC-Produktion ist Handarbeit. Im Vergleich zu vielen chinesischen oder auch osteuropäischen Fabriken ist die Arbeit in Augsburg aber relativ abwechslungsreich. Maximal 5 Arbeiter schrauben einen PC zusammen. Dadurch macht jeder relativ viele Handgriffe, statt den ganzen Tag lang nur 1 oder 2. Bei niedriger Auslastung kann an jedem Fließband sogar ein einzelner Angestellter alleine arbeiten. Das funktioniert, weil die Fließbänder U-förmig verlaufen, statt in einer langen Linie. Während die PCs und Notebooks von Hand zusammengebaut werden, entstehen nebenan fast vollautomatisch die dazugehörigen Mainboards. In 8 Montagelinien werden sie mit Chips bestückt und gelötet. Nur einzelne Bauteile, etwa 5%, werden von Hand hinzugefügt. Bis zu 8000 Mainboards schaffen Mensch und Maschine pro Tag gemeinsam.